Freunde, herzlich willkommen zurück zu mehr Poppy Playtime Chapter 3. Heute mit der Folge 2 und immer noch Spaß dabei. Schön, dass ihr wieder da seid. Lasst bitte, bitte einen Daumen nach oben da und ein Abo, damit ihr auch die nächsten Folgen nicht verpasst, wer es beim letzten Mal noch nicht gemacht hat. Herzlich willkommen an alle, die neu am Start sind. Boah, seid ihr genauso gespannt wie ich? Ich glaube das gar nicht, Alter, dass wir es jetzt endlich spielen, dass es soweit ist und dass es vor allem viel mehr Inhalt hat, als ich mir das gedacht habe. Ich freue mich drauf und ich hoffe, ihr auch. So, ich hatte ja beim letzten Mal gesagt, ich bin hier gerade auf Durchreise und ich habe nicht sehr viel Zeit. Ich will auch ehrlich gesagt nicht den ganzen Tag am PC hängen und Videos schneiden. Das Spiel kam, ja, hat so ein bisschen meine... Planung gecrashed. Deswegen machen wir mal ganz leise weiter. Nein, beziehungsweise ohne Intro dieses Projekt, damit ihr wenigstens was zum Gucken habt und ich ein bisschen was von, ja, meiner Reise ans andere Ende der Welt. Ihr wisst, dass ich gerade in Neuseeland bin. Grüß aus dem Hotelzimmer. Ich hoffe, ihr könnt das verstehen. It haunts you. Was zur Hölle ist das hier, Alter? What? Poppy Playtime wird zum Psychological Horror Game? Oh, ich vertraue dir nicht. Ich vertraue keinen Wäschehäufchen in Horrorgames. Ich werde sowas von gejagt. Oh, wo soll ich hin? Da vorne sieht es interessant aus. Ist eine Art Computerraum? It haunts you. Ne, Guilt haunts you, die Schuld. Ist das ein Überwachungsraum, wo der aus der irgendwie die Kinder beobachtet hat? Wahrscheinlich schon, oder? Beziehungsweise, also eher ein Mitarbeiter. Oh, was für eine kranke Atmosphäre. Get up. Get up. Get up. Hilfe. Also wenn ich nicht schon stehen würde, wird es schlecht mit dem Wegrennen. Und das kann ich nicht riskieren. Ich würde halt gern was sehen, Alter. Die haben mir mein Licht genommen. Aber es soll halt auch so sein. Ich kann meine Taschenlampe nicht anschalten. Ich kann nicht rennen. Ich fühle mich komplett hilflos. Ich höre ihre Schreie. Hier ist ein Tape, ein rotes. Ich habe auch meine Arme gar nicht mehr. Nein, was? Meine Grabby Grabs. Oh, hier ist Blut auf dem Boden. Moin. Greetings, employees, and welcome to your first day here in Playtime. We're certain that in the days to come, you'll find your new family here every bit as loving and supportive as your own. Feel free to wander the halls, sit in the mess for lunch, or watch our children play and learn to their little hearts' content. Join the innovationists, where the bounds of science are continuously pushed. Or join the counselors of Playcare, whose diligence and care for our children will help shape a brighter future. Just you see. Now, every one of you has your part in that future, so should you come back tomorrow feeling unhappy for where you are, or what you've done, worry not, for your supervisor is here and happy to listen. And, should you come back, years later, solltest du zurückkommen, your conscience
finally getting the better of you. Boah, Alter. May you descend into the dark and the dust, finding all that awaits you are incomprehensible horrors. Each hungry for your return, each eager that they might find you. Boah, ist das creepy. Perhaps they'd smile at you from a shadow. Their smiling mouths full of teeth and meat and plastic. Watching and waiting patiently for their turn at a warm welcome. Or perhaps they won't allow you such time to figure your place in the world you'd left. A world that's theirs now. Welcome home. Oh my God! Help me! Help, 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 help! Shit! Shit! Was hat mich, guys? Ach du Scheiße! Warte! Der sollte mich kriegen. Ich bin genau da, wo ich sein soll. Und ich habe wieder meine Patientchen. Das war alles ein böser Albtraum, oder? In irgendeiner Art und Weise. Weil ich das Gas inhaliert habe. Jetzt wird mir das klar. Natürlich. War das alles nicht real. Woher weiß ich, was real ist? Aha. Okay, da könnte ich zumindest runter. Tür mit einer Sonne drauf. Was haben wir hier? Daddy Long Legs. Oh, kriegen wir von dem auch noch Gesellschaft? Bitte nicht, Alter. Eine achtbeinige... Na gut, acht Beine sind es nicht, aber... Die sind so lang, dass es den Anschein hat. Riesenspinne hier reicht mir auf jeden Fall. Ich denke, ich muss da runtergehen. Let's go. Uff. Oh, darf ich das fahren? No way. Nee, ich muss es fahren lassen, ja. Ich muss einen fahren lassen, Alter. Warte mal. Ah, hier. Aufziehen. Okay, das war trotzdem cool, Alter. Entschuldigung. Ja, weiß ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, Freunde. Was, und wie läuft es bei euch so? Ich dachte nicht, dass ich da sterbe. Hallo? Entschuldigung. Warte mal. Komm, zieh das mal. Hallo? Kommst du klar? Er grabbt da nicht. Wait. Oh, 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 au, 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 au. Ach, hier ist offen. Oh. Kann ich hier irgendwie das Gas ausstellen? Komme ich hier irgendwie rauf? Moment mal. Oh, ich komme. Aber ich kann da noch nicht rein. Da sieht es interessant aus. Damn, was machen wir denn? Könnten nur versuchen, hier wieder hochzukommen, aber ich glaube, das wird nichts. Ach, hier ist die Gasmaske! Entschuldigung! Das wusste ich doch nicht! Das habe ich einfach nicht gesehen! Oh mein Gott! Weil hier so viel Details rumliegen, wisst ihr, Freunde? Das ist das Ding. Da habe ich es einfach nicht geschnallt. Sache ist jetzt natürlich, wie kommen wir hier hoch? Irgendwo muss eine Art Handle sein, zum Hochziehen.
Oder ist hier vielleicht... Ach, hier ist eine Plattform. Okay, gut. Ja, noch nicht. Okay, sehr gut. Boah. Ich wollte gerade sagen, frische Luft, aber das wäre auch eine leichte Übertreibung. Okay, hier geht's raus. Hier ist ein langer Flur. Warte mal, wo sind wir? Ah, wir sind wieder hier oben. Wir haben jetzt quasi nur diese Tür hier freigeschaltet. Sehr gut. Ist nur von innen aufschließbar. Hier ist eine Hand, ja. Das habe ich zumindest gleich gesehen, obwohl das viel schwieriger zu bemerken war. To be honest. Da können wir noch rein. Wenn mich das spielen lässt. Come on. Tu nicht so, als hätte ich so dicke Hüften hier. Okay. Uff. Oh. Alright. Neues Tape. Neues Tape, neue Lore. Moment mal. Hier ist doch auch was. Was ist das sogar? Bin gespannt. Subject is stable. Designated 1322. Uh-oh. Clear neural abnormalities were detected in his recent checkup. Though highly irregular, we've pulled him from the home sweet home just before lights out to perform... What are you doing with my friend? What are you doing out of bed? How did you get in here? Is Kevin sick? Why did you take him away? Was zur Hölle ist das? Yes. Kevin is very sick. Very, very sick. But we want to make him better. But he can only get better if we take him to where we can provide proper care and give him proper rest. Well, do you really think he will be okay? I should think so. We're good at what we do, son. We paid attention in school. Learned. Mein got Sohn. Our proper rest when we needed it. Just like you oder halt did auch now, nicht. I should think. Come now. Let's get you on back to bed. Okay. It's been a pleasure meeting you, Joseph. And I promise you, your friend will be all right. When you see him again, he'll have never been better. Aber vielleicht erkennst du ihn nicht mehr. Boah, verrückt, Alter. Es könnte sein, dass das hier nur ein Bonusraum ist, sozusagen für das Tape. Würde ich jetzt einfach mal so schätzen. Insofern... Darunter kommen wir nicht. Wir können nur wieder zurück und ich denke, auf der anderen Seite geht es dann weiter. Nämlich hier um die Ecke. Ach, warum ist hier... Okay. Ich weiß nicht, ob das Foreshadowing ist für einen neuen Gegner, den wir gleich kriegen werden. Wir brauchen keinen neuen Gegner. Die alten, die sind scary genug. Yep. Yep. Oh nein. Boah, das ist halt hier wirklich ein bisschen auch verwirrend, ne? Hm. Ich muss dem Kabel mal folgen. Da wird dann sich irgendwo diese Tür öffnen lassen. Da hängen überall die Spielzeuge. Deswegen habe ich das mit der Gasmaske nicht gesehen, weil ich das so im Augenwinkel gar nicht geschnallt habe. Okay, hier ist eine Batterie. Ups. Wir brauchen noch eine andere. Power, Night. Ich will aber nicht, dass nachts wird. Nachts kommen gruselige Gestalten. Was war das? Ich weiß nicht, ich schwöre. Okay, da kann man sich festhalten. Ich muss nur die andere Battery noch finden und so... Kissy! Kissy, hi! Oh mein Gott. Kissy, hast du die FPS geklaut? Kissy, wo sind meine FPS? Warum wartest du da auf... Was macht sie da? Pokémon Smaragd? Kann ich zu ihr? Ich kann nicht zu ihr. Oh, sie trauert über ein anderes Kind. Ach, das war die Stimme, oder? Von ihr?
Oder ist das ihr früheres Selbst? Ist das ein Mädel da drauf? Ich glaube ja. Ah. Oh no. Aber warum bist du hier? Greif mich immerhin nicht an. Ich bin über alles froh, was mich hier nicht angreift. So, na dann gehen wir mal hoch. Das ist ein verdammt großes Gebiet. Hi, du hast, was ich brauche. Ich habe ihm die Batterie rausgezogen. Ich gehe mal besser. Bevor er wütend darüber ist. Bevor er sich überlegt, ob er jetzt da sauer sein soll oder nicht. Was ist hier los? Ich will nur mal gucken. Oh, was für eine heftige Location, Alter. Ich hätte Angst, dass irgendwas passiert, aber ich glaube, sie atmet hier vor sich hin. Suit, suit, suit. Hey, aber, ne? Wenn ich dich rufe zum gemeinsamen Katzenklatschen, bist du am Start, ne? Okay. Guck mich nur ganz genau um, also möglichst genau. Nur damit das wieder mit der Gasmaske gerade nicht passiert. Okay. Wo waren jetzt nochmal die Batterien? Hier in irgendeinem Dach. Da. Ich bin gerade vorbeigelaufen. Oh, mach zu, bitte. Mach zu. Dankeschön. Und jetzt? 50% Power. Okay, da geht hier immerhin was auf. Ich brauche noch die anderen 50% Power. Fragezeichen? Erstmal wieder nach oben. Da komme ich eigentlich gerade her. Nur hier gerade aus einer anderen Richtung. Wie kann ich mich verstecken? Oh! Ein Racer! Hell yeah! Das ist so geil! Das ist so cool, Alter! Das geht nicht auf. Oh! Boogie? Nein, du tust nur so, ne? Boah, ist das gut platziert. Aber auch irgendwie was, was man von Bendy and the Ink Machine kennt, so ein bisschen. Wisst ihr, was ich meine? Yo. Wait, hier geht's runter? Was ist hier freigelegt worden jetzt? Oh Gott, was passiert? Wer kommt? Ich bin jetzt hier oben in diesem Hauptraum. Hi there, I'm Piggy Piggy. Let's eat. Ja, let's eat, aber nicht mich, okay? Speichern. Gleich wird irgendwas Schlimmes passieren, ich weiß es schon. Oder ich werde irgendwie wieder letzte Trottel wieder. Moment. Das ist nicht an. Halt irgendwo dumm runterfallen oder so. Oh, wo ist das Tape? Nein, grünes Tape braucht man hier. Oh, wo ist es? Ist doch meistens irgendwie in der Nähe, ne? Damn. Oh, keine Ahnung. Wie macht man diese... Wie geht das jetzt? Das funktioniert nicht gar... Oh, warte mal, doch. Ach, so geht das. Ah, I see. Ich hab's wieder vergessen. Das war auch aus dem zweiten Chapter. Ich stecke gleich hier durch. Aber ich habe da so eine ganz unangenehme Ahnung. Das geht immer nicht auf. Ach, das Ding ist aufgestanden. Aber ich habe ihm doch die Batterie geklaut. Kann ich sie ihm wieder klauen? Damn, ich komme da nicht durch. Oh, aber er gleich, oder? Oh no. Okay,
keine Ahnung, wo das grüne Tape ist. Habe ich jetzt leider hier nicht gefunden. Boah, Mist. Okay, da ist noch so ein Stromding. Warte mal. Da können wir ja... Oh, hier. Aber wie kriegen wir das auf? Also wie kommen wir hier durch? Fragezeichen. Oder kann ich Strom aus dem anderen Gebiet jetzt holen? Ich glaube nicht, ne? Sieht ja alles zu aus. Ich komme da nicht mehr hin. Ah, von hier komme ich aber dahin. Ei. Gut. Hab. Geht da hinten die Tür auf. Und wieder zu. Shit. Ich habe nicht geahnt, dass ich mich beeilen muss. Wenn etwas aussieht wie eine Plattform, ist es meistens auch eine. Warte mal. Ich stelle mich mal... Shit. Ah, damn. Da komme ich nicht hin, weil da so eine dumme Kacke hängt. Fatsch. So. Geh nicht auf. Aus, meine ich. Perfekt. Jetzt natürlich noch was anderes mitnehmen können, aber ich glaube, das haben die schon so gestaltet, dass man das nicht ohne weiteres hinkriegt. So, wir müssen die nächste Tür aufmachen. Vermutlich diese hier. Vermutlich kommen wir von hier daran. Ja, gerade so, Alter. I was right. Oh Gott, hi. Soll ich daran? Oh nein. Das Ding dreht sich. Ich möchte nicht. Es lässt mich nicht an die Batterie, ne? Nee, das ist zu schnell. Oh nein. Back was a mistake. Oh, hier geht's weiter. Ja, zumindest geht's da lang. Keine Ahnung, ob's da weitergeht. Ist eine große... Nee, ich wollte gerade sagen, eine Küche, aber das ist eher so ein Labor. Ah, ich kann mich hier durch die Schächte bewegen. Vermutlich, weil die gleich aktiv wird. Gehe ich mal davon aus. Oh, what? Was muss man denn aber machen? Boah, da musst du genau wissen, wo du hin musst. Damn. Boah, nee, die Energie wird mir ausgehen. Shit. Wohin? Okay, da sehe ich das. Ich muss mir erstmal eine Übersicht verschaffen. Danke sehr. Fragezeichen? Wohin denn jetzt damit? Ich bin so verwirrt. Tut mir leid, ich bin übelst verwirrt. Alter. Was machen Sachen? Brauche ich noch eine Batterie? Ich brauche doch eigentlich eine große blaue, oder? Oh. Ach so. Ah, hier für die anderen 50%. Alles klar. Und wo? Warte mal, da ist auch eine Stromquelle. Ach so, hier muss ich hin. Moment. Ich hab's. Oh! Ich bin verdammt nochmal auf den Gasmaskenknopf gekommen. Mir fällt es die Sicht im Scheiben aus dem Maul. Ich glaub es nicht. Und ihr glaubt es auch nicht. Ich weiß. I'm so sorry. Ah, da muss ich zwei schaffen. Verstehe. Aber kriege ich das hin? I don't know. Boah, nicht wenn ich stuck bin. Nee, das wird nix. Deswegen brauche ich die beiden. Ach,
Hier ist noch ein Auto. Das könnte da die Tür... Ich muss irgendwie einen kürzeren Weg zu dieser Treppe da organisieren. Warte mal. Das ist das, was ich machen muss. Komm her jetzt hier. Komm, geh auf. Ups. Man muss übertragen? Ich weiß es nicht. Hell yeah! Oh! Oh, ey! Wo fährt das jetzt hin? Warte. Ich liebe das, das ist so cool. A good day keeps the monsters away. Oh, das weiß ich nicht, Alter. Das halte ich für eine Lüge. Okay, haben wir gemaked hier. Sehr gut. Das mit dem grünen Tape ärgert mich jetzt ein bisschen, aber... Wer weiß. Hide. Oh, mit dem größten Vergnügen würde ich das tun. Vor den Türen sind Ketten und das nicht für umsonst. Oh, oh. Hallo? Lo? 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 Hab ich doch richtig geguckt. Ich glaube, hier ist das Gas weg. Ja, in der Tat. Was für ein verwirrendes Level hier. Oh mein Gott. Hier ist die andere Batterie. Ich fass es nicht. Kommen wir jetzt irgendwie easy zurück? Boah, wenn du die verlierst, ist auch doof, ne? Oh mein Gott. Wo ist das jetzt hier? Da, wo ich hin muss? Oh ja, da, wo ich hin muss, auf jeden Fall. Okay. Wunderbar. Was geht denn auf jetzt? Das hier geht auf. Moment. Die Haupthalle. Boah, da hängt er. Ach, hier war das. Oh, I see. Hier ist der Generator. Yes. Den werde ich nicht so ohne weiteres aktivieren können, bestimmt. Ich kann? Oh, Wally. Moin. Oh, süß. Was, Revolver? What? Was? Richte den Wolf auf den Strommast und zieh den Hebel. Wait. Zieh den Hebel? Okay, aber ich muss den ja erst ausrichten. Right. Ja. Und jetzt? Ich muss da auf die Hand schießen. Bestimmt. Aber wie kann ich... Ich nehme auf den Strommast und ziehe den Hebel. Ich muss den erst ausstellen, bestimmt. Ja. Und jetzt kann ich da drauf. Aha. Well, okay. Cool. Jetzt noch hier Numero 2 und dann haben wir es geschafft. Gibt's hier irgendein Secret noch? Nee. Ich glaube, da kommt man nicht weiter. Okay, gut. Das Ding kann ich nicht ausrichten hier. Oh, doch, kann ich. Aber wo soll's hin? Am Ende des Tages. Das weiß ich nicht. Das hier, das muss... Wohin muss das? Ich muss die komplett... Oh, damn it. Ich glaube, ich muss da alle miteinander verbinden, oder? Das könnte, glaube ich, hier sein. Und dann würde...
würde ich das hier oben. So hinmachen müssen? Dann müsste halt hier nur das Tor irgendwie aufgehen. Keine Ahnung. Dann würde ich jetzt sozusagen das Ding hier nehmen. Da drauf zielen. Den Hebel aktivieren. Ja, das Blöde ist dieses Tor hier. Wie kriegen wir denn das weg? Wisst ihr, was ich meine? Ach, da oben muss es hin. Ja, genau. Aber wie kriegen wir das Tor runter? Das ist so ein bisschen die Frage. Ah, wir müssen vielleicht... Müssen wir das Ding da oben hin machen? Warte mal. Vielleicht müssen wir das andersrum erledigen. Guck mal. Mit dieser Energie... Einfach direkt, das wird nicht funktionieren, aber ich probiere es auf jeden Fall aus. Auf jeden Fall kann ich, ist das Tor jetzt unten. Hätte das wahrscheinlich nichts gebracht hat. Ach so, ich kann da nicht zurück. Oh, damn, wie mache ich denn das, Alter? Ich kann den von unten aber ziehen, ne? Ich muss den erst ausstellen. Das ist wahrscheinlich das, was ich tun muss. So. Jetzt kann ich rüber. Und jetzt könnte ich hier hochgehen und das ausmachen. Right? Kommt doch hier ran. Yeah, genau. Jetzt ist das Tor wieder unten. Easy. Und jetzt komme ich hier mit meinem Mechanismus, glaube ich, rüber. Macht der irgendwie was? I mean. Warte mal. Ah ja, genau. Perfekt. Komme ich hier noch raus? Nee, komme ich nicht. So. Und wieder zum Anfang. Jetzt muss ich den nur noch aufdrehen und wir haben's. Geilo. Ah, ich kann hier ziehen. Alright. Das habe ich nie gesehen. Entschuldigung. Let's go. Boah, das hat jetzt eine ganze Weile gedauert. Ich habe den Griff da einfach nicht bemerkt. Ugh. Whatever. War wahrscheinlich nur ein Scare und kein gefährliches Gas, aber who cares? Who scares? Hier bricht gleich irgendwas irgendwo raus. Nee. Und warum speichert's denn? Hm? Tell me. Oh, ein Fahrstuhl. Ja, ich bin jetzt auch genug gelaufen. Ich gönn mir. So. Wir sind wieder oben im Haus. Frage ist, wir haben doch jetzt den Generator angeschaltet, right? Ich muss da eigentlich auch nicht mehr rein. Na dann gehen wir. Oh, wir gehen tiefer hinein. Ich dachte, wir sind fertig. Ach so, wir sind ja beim Ausgang. Boah, habe ich nicht erkannt. Sorry, wegen dem roten Gas. Aber das haben wir ja wahrscheinlich damit ausgestellt. Offensichtlich. Ich habe den Raum nämlich nicht erkannt. Ja, wunderbar. Gut, dann haben wir das hier auf jeden Fall erledigt. Ah! Autsch! No, no! Let go! They no. didn't do anything wrong. We're actually here to help. Oh. Aber das weiß this sie nicht. Makes her tense. I'm glad that Ollie could help you get this far. He's the reason we found you at all. Mm. Ollie haben wir noch gar nicht kennengelernt, Alter. Hi, ihr Looks beiden. Like the train crash hurt us both. You've been through so much. You deserve an explanation. Come on. Geil. Oh mein Gott. Hey, you'll be okay. We'll be okay. Weiß ich jetzt noch nicht. Aber zeig mir mal, was du zu sagen hast hier. Lol? Okay, wo fahren wir hin? Ich weiß nicht, ob ich das mag. Ich
join euch mal. Listen, I'm not your enemy. Ja, aber würdest du bitte die Finger von meinem Zug Steuergeräten lassen? Down here is bigger than all of us. I need you. Can get revenge on those monsters who will mich halt auf jeden Fall hier behalten, weil ich sinnvoll bin. Us. They didn't act alone. They're disciples of the original. The prototype. Der Prototyp, ja. Den müssen wir aufhalten. Ich schätze mal, das können wir noch nicht machen in diesem Teil. Das wäre krass. What are you doing? Oh, wow. Wait, what? Gut, wir haben den Strom wieder angestellt. Ach so, darum ging's. Ich wusste nicht, dass wir hier dafür hinfahren müssen. We're coming by now. If you try to escape, he'll kill you before you ever reach that front door. Oh, he's the reason I was trapped in that god-awful case for so long. You have no idea of the things he's done. Let me help you kill him. Let me help you save everyone. We've all seen you. How capable you are. Okay, aber hast du einen Masterplan? Den brauchen wir nämlich. You killed Mommy. You freed me. You are perfect for this. Catnap is coming. He's the final obstacle the prototype has placed against us. Okay, der letzte Gegner vor ihm. Keep yourself safe. Ollie will call you. Und ihr? Chillt ihr hier einfach? What? Die chillen da am Generator. Okay, da kann den wenigstens keiner mehr ausstellen, right? Gut, Olli. Tell me. Was soll ich machen? Hey, hey! It's me again! Yay! It seems like Poppy explained everything now. Oh ja, ja. Ihr müsst euch absprechen. Now the plan from here is pretty simple. We need to restore power to the gas production zone. Ja. First, go back to the home sweet home building you were just in. You should be able to find a big power cord somewhere around the porch. Grab it and plug it in underneath the statue. Okay, irgendwo auf der Veranda ein großes Stromkabel. Und das soll ich unter der Statue irgendwo einsetzen? Ach so. Ach, oh mein Gott. Ich dachte jetzt, das liegt da rum, Alter. Boah. Okay. Moment. Wo kabeln wir das rein? Awesome! Ah. Look at that! Verstehe. Remember that generator you turned on inside of Home Sweet Home? Ja. Well, that was a backup generator for just that building. Ah. And every building should have one. Sehr gut. Now you've just taken Home Sweet Home's backup power and routed it here. Verstehe. Oh. But where to go next? Everywhere is pretty dangerous around here. Ja, das glaube ich. Aber bislang habe ich mich gut geschlagen, oder? Yuck. Das Spielhaus. Your best bet is probably the school. Okay, Schule. Catnap usually leaves that place alone. Sending you the key now. Ich wollte sagen, da gibt's irgendwas Schlimmeres. Sorry, wenn meine Cam kurz aus war. Ich weiß nicht warum. Vielleicht gab's ein kleines Flackern hier beim Strom oder so. Und es hat sich ausgestellt. Kann passieren. Ich hoffe, es war nicht allzu lang. I'm sorry. Aber wir sind wieder am Start. Tut mir leid. Damit konnte ich jetzt nicht rechnen. Okay, ihr Lieben. Bevor wir da reingehen, ich mache wieder einen kleinen Cut an dieser Stelle. Die Schule erwartet uns. Wir spielen hier sozusagen ein Haus. Pro Folge ist, glaube ich, ganz cool. Playhouse kommt zum Schluss und ich glaube, das wird richtig, richtig furchtbar. Wir werden mal schauen, was wir machen. Hier ist die Schule da oben. Hier liegt sie, right? Ist doch das. Da sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Lasst unbedingt einen Daumen nach oben da für mehr. Dann kommt die nächste Folge schnell. Und ja, ich hoffe, es hat euch Fun gemacht. Sorry wegen kein Intro, aber ich bin einfach nur froh, dass ich das hier für euch spielen kann. Und jo, wir sehen uns dann wieder. Dankeschön, haut rein und bis zum nächsten Mal.